Nein, 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 nein. Und ich hoffe, die Schattenkreatur ist noch eine Weile abgelenkt, weil ich brauche Alkohol. Moment, der stand hier draußen. Wahrscheinlich gibt es jetzt nur eine Flasche Alkohol im ganzen Haus, die ich ansprechen kann. Oh, der will mich doch verarschen! Ich brauche Alkohol! Was? Ich will Alkohol! Hier steht Alkohol, nimm's mit! Gut, ich gehe nochmal in den Keller. Ich glaube, ich habe da irgendwas übersehen. Ah! Oh! Der Typ macht mich fertig. Aber der ist jetzt drauf programmiert. Auf dieses Zimmer hier irgendwie. Achso, aber ich brauche dann... Gut, dann gehe ich hier jetzt lang. Ist mir scheißegal. Mach mal einen kleinen Umweg. Na klar, du Blödmann, ne? Genau. Machen wir mal ein bisschen Spaß hier, ne? Schattenkreaturen. Ich kann mich nicht mit ihnen identifizieren. Gut. Wir wissen also zumindest, wir brauchen noch zwei Artefakte. Und... Bitte, also... Was war nun schon wieder? Was war jetzt schon wieder los? Haben wir mal wieder ein bisschen gesponnen? Ja, und dann ist die Frage. Müssen wir jetzt den Alkohol da unten mitnehmen? Welche Art von Alkohol soll es denn sein? Hochprozentig. Hier unten kann ich gar nicht ansprechen. Klasse. Dann in dem Studierzimmer war. Hä? Tante Margarete, ich wollte deinen Alkohol nicht klauen. Hallo, sind wir tot? Hä? Tante Margarete, was soll das? Warum bin ich festgebunden? Warum lebst du überhaupt wieder? Es ist alles zu deinem Besten, mein Kind. Alles nur zu deinem Besten. Ich kann nicht mehr mit ansehen, wie du dich selbst quälst. Ich denke, es wäre das Beste, wenn wir dich an einen passenderen Ort bringen würden. Wovon sprichst du? Sag mir endlich, was hier vor sich geht. Du willst antworten? Du bist genauso eine Träumerin wie dein verfluchter Vater. Das hat ihn letzten Endes auch nur in sein Grab gebracht. Auch nur? Ach so, ja, gut. Bitte lass mich gehen, ich muss nicht so enden. Oh doch, das muss es, mein Kind. Wo ist die Schattenkreatur, wenn man sie mal braucht? Es wurden viele Fehler gemacht, welche vergolten werden müssen. Warum tust du mir das an? Ich habe doch nie etwas Böses getan, außer dich bestohlen. Im Moment, ich habe Herrn Henning bestohlen, ich habe Herrn Henning getötet. Ich habe, glaube ich, dich auch bestohlen. Ich war ungehorsam und, ich habe mein Bett aus meinem Zimmer geschoben und in den Flur gestellt und darin geschlafen. Keine Ahnung. Also, nein, ich habe nichts Böses getan. Viele Dinge werden sich ändern, mein Kind. Sehr viele Dinge. Ich bin halt immer gerät und ich werde dich dominieren. Was hast du vor? Etwas, was ich schon viel früher hätte tun müssen. Wir kommen weiter im Plot. Endlich hatte ich vor, dich in eine Einrichtung zu bringen, in der man dir helfen würde. Eigentlich, nicht endlich. Aber nachdem ich gesehen habe, was du mit dem armen Herrn Henning gemacht hast, wusste ich, dass es für dich nur eine Heilung geben kann. Ich drücke Space, ich drücke Space, ich drücke Space, ich drücke... Ich drücke, Herrgott, noch einmal Space, ich drücke Space! Hä? Die lernen alle nichts dazu. Tante Margarete. Sie ist tot. Die lernen alle nichts dazu. Ganz im Ernst, wow. Ach so, gut, die Tante hat sie gefesselt. Oh, drittes Artefakt. Die Hand. Eieiei. Aber ist die Frage, warum sollte... Es ist vorbei. Tante Margarete ist... Sie wird mir nie wieder wehtun. Ei, das sieht aber schon böse aus, wie die Tante da liegt. Ei. Ich würde das Messer gern wieder mitnehmen. Tante Margarets lebloser Körper, ihre Augen starren in das Nichts. Scharfes Messer aus dem Leichnam gezogen.
Ach, wahrscheinlich ist das optional. Wir hätten jetzt wahrscheinlich ein Problem gekriegt, wenn wir das Messer nicht aus Herrn Hennings Körper gezogen hätten. Aber was ist, wenn wir das Messer gar nicht gehabt hätten? Dann hätten wir die ja alle gar nicht töten können. Ich habe sie umgebracht. Oh Gott, scheiße. Gut, auch die Tante musste jetzt leiden. Gut, wir brauchen immer noch Alkohol für den Generator. Moment, in diesem einen Studierzimmer war, glaube ich, noch Alkohol. Tja, und was sind das hier für Auswirkungen an? Hat das Ganze wirklich irgendwas mit den Ausgrabungen des Vaters zu tun oder haben wir hier wirklich nur die Psychose von Fiona, die sich allmählich auf alle Einwohner auswirkt? Die vielleicht den Tod ihrer Eltern nicht verkraften kann. Ich weiß es nicht. Aber wir haben 3 Artefakte von 4. Das heißt, allzu weit fern kann das Ende nicht mehr sein und ich weiß aber noch nicht, was ich mit der Asche machen soll. Wahrscheinlich spielt die Asche überhaupt keine Rolle und soll mich nur verwirren. Das ist so das Ende vom Spiel. Die Asche hat überhaupt keine Rolle gespielt. Mundi hat völlig grundlos versucht, sie immer einzusammeln. Aber das wäre echt fies. Jo, na dann wollen wir doch jetzt mal schauen, wie wir hier den Alkohol finden. Alkohol. Und nur um das an dieser Stelle noch einmal klar zu machen, ich bin keine Alkoholikerin, Fiona genauso wenig, aber wir brauchen reinen, puren Alkohol, um den Generator im Keller zum Laufen zu bringen. Hooray! Tja, und es sieht wohl so aus, als ob wir das ganze Haus jetzt nochmal durchsuchen müssen nach besagtem Alkohol. Moment, die Schränke hier. Moment, die Fässer. 2 große Holzfässer, sie riechen stark nach Alkohol und sehen sehr schwer aus. Die Flüssigkeit tritt bereits aus. Mhm. Das ist... Das ist ganz böse. Vor allem, weil ich bin einer, der wirklich alles anspricht. Aber überall im Haus Alkohol zu verteilen und dann hier 2 Fässer hinzustellen, das ist... ja. Knampf. Naja. Gut, dann jetzt ab im Keller. Nicht weiter rumgefeixt. Moment, wie komme ich nochmal in den Keller? Wie komme ich da nochmal hin? Ich hab's gerade vergessen. Ah, hier. Gut, ich war schon richtig. So, wir haben Alkohol. Wir können nochmal speichern. Und ganz schnell durchlaufen. Eventuelle Jumpscares gleich ausluten, ausrotten, dass hier ja nichts zustande kommt. So, und jetzt, Generator steht still. Der Tank des Generators könnte mit dem puren Alkohol aus dem Einmachglas gefüllt werden. Ja. Naja, ist noch nicht voll. Wir müssen nochmal was aus dem Fass holen. Wir könnten den Füllstand überprüfen, der jetzt gefüllt sein müsste. Ist mit dem hochprozentigem Alkohol gefüllt. Finde ich gut. In das Innere sehen. Das sieht nicht danach aus, als ob der Generator beschädigt ist. Das heißt, wir betätigen jetzt den Hebel. Und der Generator läuft! Der läuft! Der läuft! Wir speichern. Ganz oben selbst noch freilich. Und der Generator läuft wieder. Finde ich gut. Und jetzt wird uns wahrscheinlich hier alles Mögliche erwarten. Das heißt, wir können ja das Licht wieder einschalten. Was ist denn jetzt? Was denn nu? Was will es? Ich will nicht, dass es uns kriegt. Was zur... kann ich mich hier vielleicht irgendwo hinflüchten? Was will es denn? Eine dunkle... Oh, es ist doch nicht wahr. Wir sind gleich tot, oder? Ich wahrscheinlich, ja. Ah, schön. Wir sind gleich tot, ja, in der Tat. Ach, gut. Einfach schmollen vor die Tür stellen, reicht offensichtlich. Moment, gleich mal speichern. Weil wenn Schattenkreatur gleich auftaucht, könnten wir gleich wieder tot sein. Huch, hier blinkt's.
Eines der Bücher sieht ungewöhnlich aus, ist nicht aus Papier, sondern aus Metall. Das Buch nehmen. Was steht denn im Buch aus Metall drin? Ein metallenes Objekt in der Form eines Buches. Es ist massiv und lässt sich nicht öffnen, liegt aber auch ungewöhnlich leicht in der Hand. Es trägt den Titel Die vier Bande des Blutes. Blinkt hier noch was? Wir können ja was mit Licht einschalten. Coole Sache. Achso, können wir jetzt was zu Herrn Henning sagen oder zum Arthur, der hier blutet? Vor das Augen, er sagte, ich solle sein Werk zu ihm zurückbringen. Ist das wirklich real? Spricht er wirklich zu mir? Können wir die jetzt einsetzen? Eines der Artefakte aus Vaters Lebenswerk untersuchen. Das Auge ist eine gläserne, milchige Kugel mit einer Goldfassung. Obwohl es das Licht reflektiert, zeigt sich kein Spiegelbild darin. Fast als würde sie das Licht verschlucken. Aber wenn wir schon mal dabei sind, das Herz. Das Herz besteht scheinbar aus einem roten, weichen Metall. Es fühlt sich sonderbar warm an. Okay, die Hand. Eines der Artefakte aus Vaters Lebenswerk untersuchen. Die Hand ist aus glattem Marmor und fein gearbeitet. Im matten Licht scheint es fast, als würde sich die Finger bewegen. Gut. Kann ich jetzt mit dem metallenen Buch hier vielleicht irgendeinen Blumentopf gewinnen? Irgendwas? Der Schrank hat nicht nur... Nein, ich kann ja immer noch nichts tun. Wir sollten aber dringend mal einen Schluck Wasser trinken gehen, weil sonst sind wir gleich tot. Wenn die Schattenkreatur mal wieder gedenkt aufzutauchen. Ich würde das mal ganz kurz in der Küche erledigen. Wenn wir schon mal hier unten rumspuken. Du kannst mich nicht mehr aufhalten. Ich bin kurz vor der Spüle. Wasser trinken. So, und wieder full generated. Regenerated. Haben wir jetzt ein metallenes Buch, wo wir jetzt wieder suchen können, wie wir das benutzen? Wir können wieder Plots suchen. Aber wir können ja überall erstmal wieder das Licht anmachen. Da fühlt man sich auch gleich viel sicherer. Aber ich hatte mich jetzt eigentlich schon so an die Dunkelheit des Spiels gewöhnt, dass das Licht ja eigentlich mir gerade ein bisschen... Achso, das ist ein und derselbe Schalter. Gerade ein bisschen unnütz vorkommt. Ah, Moment! Hier blinkt's auch. Eines der Bücher sieht ungewöhnlich aus. Es ist nicht aus Papier, sondern aus Metall. Wir nehmen das Buch. Wir haben... Achso, das ist genau dasselbe. Gut. Wir suchen weiter. Offenbar sind die jetzt hier überall verstreut, da wo Bücherregale sind. Das heißt höchstwahrscheinlich bei Tante Margarete auch noch. Oben, die hatte nämlich sehr viele Bücherregale. Hat es die Schattenkreatur mittlerweile aufgegeben, uns zu verfolgen? Oder wartet sie nur auf den... Was, einen Moment. Okay, gut, dann gucken wir erstmal hier unten weiter. Ob wir hier was finden? Weil in dem Raum waren ja auch nochmal ganz viele. Moment, erstmal ein bisschen Licht. Hä? Irgendwas verfolgt uns offensichtlich. Sehr schön. Ah, ein Buch. Vier eiserne Anker thronen über den Flammen. Sie öffnen den Pfad, doch nur wenn zusammen. Was soll das nur bedeuten? Das heißt, wir brauchen die vier Bücher, von denen wir jetzt nun genau in diesem Moment erfahren haben, dass wir vier brauchen. Ah, ein Symbol ist aufgetaucht. Aha. Gut, dann suchen wir mal den Rest noch. Dann schauen wir mal fix bei Tante Margarete vorbei. Ich habe mir übrigens noch nie Gedanken gemacht, ob der Aufbau hier sinnvoll ist. Ah, doch, bei Tante Margarete, ich hatte recht. Jawohl. Das ist jetzt wahrscheinlich so eine kleine Slender-Suche und irgendwann taucht instant ein Monster auf und will uns vergewohltätigen. Ja, ich bin mir sicher, es will uns vergewohltätigen. Gut, und wahrscheinlich dann die Treppe runter, bei den Bücherregalen dürfte dann auch noch eins dimpeln. Doch, das scheint mir ja schon eine ganz passable Taktik zu sein. Was ich schade finde, dass die Teddys jetzt nicht mehr auftauchen. Bis jetzt hatte ich immer so das Gefühl, die haben eine Schutzfunktion, um Fiona vor dem zu schützen, was sie nicht wissen darf. Oder von ihren Schuldgefühlen abzulenken oder irgendwie sowas. Die Schattenkreatur hat sich... Aha. Kann ich hier oben lang? Okay, kann ich zurück? Kann ich das Licht anmachen? Was denn jetzt?
Sollten wir sterben? Ach so, nee, offensichtlich sollten wir nicht sterben. Hahaha, wir sollten offensichtlich nicht sterben. Wann hatte ich das letzte Mal gespeichert? Doch, wo wir oben waren. Bei Tante Margaret. Oh, wir sind das erste Mal gestorben. Bin ja doch ein bisschen stolz, dass es noch nicht früher der Fall war. Gut, ich glaube, vorher konnte man auch nicht sterben. Gut, also da warten die jetzt. Ist das ein Fixpoint oder... Kann ich da drum herumlaufen? Ich hoffe sehr stark, dass ich da drum herumlaufen kann. Komm hier rum dran. Moment, wir speichern ja mal. Im nächsten Raum müssten die ja sein. Wenn die jetzt immer noch da sind, weiß ich, dass das ein fixer Punkt ist. Nee, das ist kein fixer Punkt. Die gehen jetzt offensichtlich durchs Haus und wird dementsprechend immer wieder eine Todesfalle. Da, wo die gerade sind. Gut, aber hier unten komme ich nie weiter. So, wir haben also eine wandelnde Todesfalle, die jetzt durchs Haus geht. Es ist schwerer, diesen beiden Gedönsen da zu entkommen. Gut, was auch irgendwo Sinn macht. Weil es soll ja nicht einfacher werden, es soll ja schwieriger werden. Trotzdem, auf so eine kleine Map die beiden zu packen, ist wirklich schon ein bisschen bedenklich. Oder sollen die Schattenkreaturen die getöteten Menschen symbolisieren, repräsentieren? Man weiß es nicht. So. Hier unten lang? Nee, hä? Bin ich blöd? Wo ist denn jetzt dieses kleine Raucherzimmer hin? Ich hab's gleich. Kleinen Moment, ich hab's gleich. Wo waren die? Ach, hier unten war das, genau. Sö. Hä? Moment. Ich lass mich doch hier nicht ohne piepen. Nee, Moment, das war das... Hä? Ich meine, ich weiß, dass ich keinen besonders guten Orientierungssinn habe, aber irgendwie konnte ich mich bis jetzt immer gut orientieren in diesem Haus. Was läuft denn jetzt schief? Moment, war das hier? Macht mich die Anwesenheit dieser neuen Kreaturen so nervös? Okay. Da war es jetzt nicht in diesem kleinen Raucherzimmer. Na, wo ist denn dann das vierte Buch? Ah, Moment, bestimmt bei uns im Zimmer. Haha. Gut. Der Hauptsache, ich finde nicht zurück. Hm. So, na. Ich weiß, wahrscheinlich bei uns wieder im Zimmer. So wie es immer der Fall war, wenn wir nicht weiterkamen, wir hätten nur in unser Zimmer gehen müssen. Und ich glaube, diese Wandbeschmierereien, die wir jetzt ja überall finden können, zeigen, wo die Viecher kommen können und wo nicht. Obwohl, nee, das macht keinen Sinn, weil es hier keine Wandbeschmierereien gibt. Gut, ich hoffe, die sind jetzt nicht bei uns. Oder da oben. Bitte nicht, bitte nicht. Sehr gut. Jungs, ihr macht das schon. Irgendwo einfach weiter durchs Haus kriechen, krabbeln. Ach, und jetzt mit den zwei Viechern würde es vielleicht Sinn machen mit dem Verstecken. So, jetzt haben wir die vier Anker und jetzt müssen wir wieder nach unten. Ah, ich speichere nochmal. Das kann ja nicht schaden. Zu den Feuer. Mit den vier Ankern. Kommen wir hier durch Tante Margarets Zimmer, oder? Ja, passt. Vier Anker. Aber ist die Frage, wo wir das machen müssen jetzt? In dem Zimmer? Höchstwahrscheinlich doch da, wo das Buch ist. Würde Sinn machen. Weil bis jetzt haben wir ja noch keinen anderen Ort kennengelernt, wo das der Fall sein könnte. Laufe ich jetzt richtig? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin falsch. Das verunsichert mich auch gerade irgendwie alles so ein bisschen. So, genau. Und hier, da kam ja auch dieses rote Licht als Warnung, dass da irgendwas hinter uns her ist. Das ist doch nicht wahr! Ich gehe ja wieder weg. Oder sind die jetzt instant da gespawnt? Nee.